Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal. Und ich bin heute in Frankfurt auf der Dippemess zum ersten Mal. Und ich nehme euch heute mit. Wir gehen mal über den Platz. Ich fahre ein bisschen was und ihr kriegt heute ganz, ganz viele Impressionen. Viel Spaß beim Video. Alpina-Bahn gefahren, die zweitgrößte Achterbahn auf der Kirmes, also transportabel. Und jetzt kommt das On-Ride, die Fahrt war sehr cool. Und wenn ihr die mal fahren wollt, kostet es 7 Euro. Natürlich auf dem Oktoberfest ist es teurer, aber der Normalpreis ist glaube ich 7 Euro. Es war richtig cool, der ist 80 Meter hoch. Die Fahrt war sehr cool. Wir wurden sogar zweimal fallen gelassen, also hatten wir sogar zwei Fahrten für einen Preis. Und es ist wirklich, ich glaube, der hübscheste Freefall-Tower, den es auf der Kirmes gibt. Also fahrt ihn auf. Und man hat eine richtig coole Aussicht auf Frankfurt, auf die ganze Dippemess und natürlich auf die Skyline von Frankfurt mit den Wolkenkratzer. Also es ist sehr cool hier auf der Dippemess, dass man hier einen Freefall Tower hat. Sehr cool.
Wasser gefahren und jetzt seht ihr das Hotrod. Viel Spaß dabei! Von der Frankfurter Dippemesse 2024. Mir hat es sehr gut gefallen und ich werde irgendwann nochmal wiederkommen. Es ist ja auch noch Herbst-Dippemesse. Vielleicht komme ich da wieder oder vielleicht nächstes Jahr wieder. Ich fand es sehr cool und es waren auch ein paar Highlights dabei, die man so vielleicht nicht sieht. Ciao! Und um kein Video mehr zu verpassen von Kirmes oder aus Freitagspark, könnt ihr diesen Kanal gerne kostenlos abonnieren. Da würde ich mich sehr freuen.